Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und herzlich willkommen. Nein, keinen guten Abend, aber schönen guten Nachmittag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cities Skylines mit unserem wunderschönen Haufen See hier oben und einem, also irgendwann mal See. Ich denke mal, wir können uns übrigens die Wasserversorgung für diesen See mal ganz einfach vorstellen. Wir nehmen uns von hier hinten einfach ein bisschen Wasser und leiten es nach da hinten. Tadam, bester Plan ever. Dann haben wir ein bisschen Abwasser da drin liegen. Ich weiß, das ist jetzt nicht so ganz das, was ihr euch vorstellt. Aber dann werden wir einfach hier den Wasserspawner dann hinsetzen und dann läuft das Ganze schon irgendwie. Also ich denke mal, wir kriegen das hin. Alles, was dann übrigens am Wasserspawner, der produziert ja ein bisschen viel Wasser. Ne? Das wisst ihr. Der Grund ist, warum ich jetzt hier keine Bedenken habe, dass dieser kleine Kanal das aushält. Der ist relativ simpel. Und zwar möchte ich einfach hier oben ganz, ganz viele Pumpstationen hinsetzen. Nämlich die von hier oben. Dann hätten wir nämlich zwei Vorteile. Einmal läuft hier unten durch dieses Stückchen durchschnittlich immer Wasser und ein bisschen mehr als das bisschen Rinnsal hier unten. Und zum anderen haben wir dann erreicht, dass durch diesen Kanal immer Wasser fließt. Und wir haben dann erreicht, dass wir die Wasserversorgung sichergestellt haben. Und wir haben dann erreicht, dass wir hier oben einen See haben, vollkommen ohne Schmutzwasser. Also ich glaube, ihr seht schon, was ich hier für Pläne habe. Und ich bin mal gespannt, ob die alle so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Ich auf jeden Fall habe jetzt erstmal vor, hier vorne quasi diesen See, den wir jetzt hier hinten ja gemacht haben, in einem großen Stückchen zu erweitern. Das heißt, wir werden uns jetzt hier immer mehr Müll quasi an Terraforming hier unten reinsetzen können. Wundervollerweise. Das heißt, wir werden jetzt hier Stück für Stück endlich mal diesen ganzen Haufen von Fluss da unten dicht machen können. Und dieser ganze See hier vorne wird jetzt einfach wie so ein natürlicher See auf der einen Seite aussehen und auf der anderen Seite an der Autobahn einfach zerschellen, sag ich jetzt mal. Wir werden das hier hinten übrigens hinterher mit Terraforming natürlich ein bisschen angleichen, das heißt, das sollte kein Problem darstellen. Hoffe ich zumindest mal. Und dieser See wird natürlich tiefer machen. Wir brauchen viel mehr tief in diesem See. Dann kommt hier hinten nochmal ein bisschen mehr Erde hin. Und alles, was wir hier hinten halt an Erde hinklatschen, was wir nicht aus dem See klauen können, ist relativ einfach, wo wir das herkriegen, denke ich mal. Natürlich von diesem Berg hier oben. Da haben wir ja mittlerweile so viel Hässlichkeit draufgeschmissen. Das macht, glaube ich, kein Problem, dass wir da mal irgendwann mal wieder was von wegnehmen. So, auf jeden Fall nehmen wir uns jetzt hier erstmal den See, dass der hier so genau an der Autobahn entlang läuft, hat natürlich einen guten Grund. Das soll so ein bisschen so interessant aussehen. Ich stelle mir da so ein bisschen vor, das so zu bauen von einem See, den ich kenne, dessen Namen ich aber vergessen habe. Vielleicht assoziiert der eine oder andere das tatsächlich damit. Das wäre lustig. Dann hätte ich nämlich gescheit gebaut, aber ich glaube, so gescheit kann ich nicht bauen. Dann kommt hier unten natürlich immer mehr Erde raus, da noch ein bisschen Erde raus, da noch ein bisschen Erde raus. Dann haben wir wieder zu viel Erde. Natürlich kostet uns das auch alles 5 Milliarden Dollar an Geld. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber das macht erstmal nichts, solange wir dafür hier oben alles hinschütten können. Sieht tatsächlich aus wie auf einer Baustelle, erstmal alles ungerade auf einen Haufen schmeißen und dann mal gucken, was daraus wird. Hier unten, das ist die tiefste Stelle in dem See, ich glaube, da sind wir uns einig, das haben wir jetzt erreicht. Da kommt noch so ein bisschen Ausflachen von dem Gedönse hin und dann da auch nochmal so ein bisschen, dann nach da wieder ein bisschen was hin, so, da auch und dann hier ein bisschen was weg. Ich glaube, so können wir den See hinterher lassen. Ja, also der sieht doch schon optisch gar nicht mal so schlecht aus. Hier noch ein bisschen tiefer, da kommen wir wieder ein bisschen was hin. Soll ja halbwegs gescheit aussehen. Nicht genügend Geld momentan, wir haben minus 1000 Dollar. Nicht gut. Jungs, wir brauchen Geld. Gib mir Geld. Ich möchte hier ganz gerne noch ein bisschen mehr Erde hinschmeißen. Hier vorne an den Eingang vor allen Dingen muss noch mal ein ganz, ganz großer Haufen Erde. Ich klatsche hier mal eben alles voll. Nicht genügend Geld, leider Gottes. Gib mir Geld. Zack, zack, zack. Das ist ja zum Glück der... Oh. Ich sehe übrigens gerade dadurch, dass wir hier so schnell gebaut haben, überfluten wir nochmal kurz unsere Stadt. Tut mir leid, war nicht der Plan, aber naja, kommt schon mal vor. Das Wasser drückt jetzt aus dem Boden einmal hoch von dem ganzen Wasser, was wir hier verschwendet haben oder beziehungsweise verschüttet haben. Das muss jetzt natürlich einmal abfließen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, woher diese Überflutung kommt. Lassen wir sie abfließen, lassen wir einmal die ganze Downtown nochmal überschwemmen. Hatten wir ja so selten mittlerweile. Dann ist das halt eben einmal jetzt hier am Spawn und danach ist es weg. Wird schon gut gehen, das ist halt eben ein großer Teil dieser Baumaßnahme momentan. Das ganze Wasser, was jetzt hier gerade ist, muss natürlich einmal abfließen. Ich denke aber, das kriegen wir jetzt hin. Das fließt jetzt einmal durch die komplette Innenstadt. Das ist eine ganz schön große Flutwelle. Das würde normalerweise ganze Gebäude mitreißen. Aber das ist jetzt halt leider mal eben so. Dann kommt jetzt hier halt gleich überall. Sieht übrigens auch interessant aus, wenn man jetzt hier so auf dem Schiff sitzt, ne? Oder man sitzt hier auf der Insel, so auf der Parkbank hier unten, so. Ne? Sitzt da so. Alles schön und blub, 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 blub. Da kommt so eine riesen Welle aus der Stadt raus. Ich glaube, wir müssen uns mal eben hier irgendwie in die Stadt einsetzen. Hier, da so. Hier ist, glaube ich, gerade gut.
guck mal hier, du sitzt jetzt hier so quasi auf deinem Balkon und denkst dir so, ah fuck. Ich fände es schon lustig, aber ich will es nicht in echt erleben. Naja, gut. So, Wasser ist jetzt hier auf jeden Fall gleich alles abgeflossen. Ich denke mal, das wird funktionieren. Hier vorne die Buslinie funktioniert gerade irgendwie nicht, weil wir da irgendwie... Ach so, weil die noch unter Wasser ist, denke ich mal. Ich denke mal, das wird der Grund dafür sein. Sind die Buslinien jetzt alle despawned? Oder warum... Warum... Nee, die spawnen jetzt wieder neu. Ach so, das ist noch alles, wo es überflutet ist. Geht halt gerade noch nichts. Na gut, lassen wir das mal eben hier so stehen, wie es jetzt ist. Das ganze Wasser aus Downtown hier unten fließt noch ein bisschen ab. Da ist noch immer ein bisschen Wasser im Weg. Aber ich glaube, dann haben wir das hier gleich wieder zusammen. Hier hinten fließt das Abwasser ja momentan raus. Das sieht ja relativ gescheit aus. Das wird ja in Zukunft hier oben rausfließen. Aber ich finde es so eigentlich gar nicht mal so hässlich. Außer natürlich das hier. Das ist ja mehr als nur improvisiert. Das ganze Wasser sollte jetzt hier gleich hoffentlich mal aus der ganzen Stadt raus, bevor uns hier die ganzen Leute wegziehen. Momentan ziehen uns tatsächlich ziemlich viele Leute aus der Stadt, logischerweise, aber naja, macht ja nichts. Wir haben ja eher alles, was wir erreichen wollten, schon erreicht. Ich mache jetzt hier mal so ein bisschen Terraforming, das heißt, wir werden jetzt hier so ein bisschen Erde wieder hinklatschen müssen. Ganz, ganz viel Erde sogar, ehrlich gesagt. Ich mache das jetzt mal hier auf Stufe 2, schütte dann halt hier eben alles an mit Erde. Und möchte damit eigentlich nur erreichen, dass wir hier mit diesem Glattheitstool so mehr oder weniger effizient alles angleichen können an eine Ebene. Und ich hoffe mal, diese Ebene wird hinterher genau die sein, die ich hinterher auch gerne hätte. Ich glaube aber eher nicht. Wir haben jetzt hier tatsächlich schon wieder so viel Erdzeug rumfliegen. Das ist nicht die größte Stufe. Hier kommt nochmal ein bisschen Erde hin. Also das mit dem Terraforming, das wird jetzt ein bisschen Zeit fressen. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Weil wir möchten ja natürlich auch, dass das hier hinterher alles wieder halbwegs gescheit aussieht. Und dann müssen wir halt hier mal gucken, dass wir jetzt hier hinterher so eine Landschaftsform wieder gerade hinkriegen. Dauert vielleicht ein paar Minuten, vielleicht auch eine Folge mal komplett Terraforming. Aber ich glaube, danach ist diese Stadt tatsächlich wieder das, was sie sein sollte. Und zwar relativ schick und relativ schön und ganz, ganz wundervoll. Hoffen wir es zumindest. Diesen blauen Streifen da vorne kann ich übrigens immer noch nicht wegmachen an die Leute, die das in die Kommentare geschrieben haben. Das liegt einfach daran, dass das so ein bisschen glitscht. Das ist halt Grafik, das kann schon mal passieren. Ansonsten... sollten wir vielleicht erstmal ein bisschen Geld ausgeben in dieser Folge dafür, dass wir hier einen neuen Kanal reinsetzen in dieses ganze Gebiet, nämlich einmal von hier hinten. Dafür nehme ich jetzt einfach mal diese Wasseraufbereitungsanlage, klopp die mal weg. Dann mache ich da auch mal eben so ein Loch rein in die Landschaft und dann nehme ich mir jetzt hier unseren kleinen Kanal, also es muss kein großer sein. Dann nehme ich mir jetzt hier mal so einen kleinen Kanal, der jetzt quasi hier mal irgendwie so endet. So, wird vermutlich nicht reichen, da müssen wir tatsächlich einen mittleren Kanal nehmen, einfach um zu erreichen, dass da auch tatsächlich Wasser reinfließt überhaupt. Nehmen wir uns mal den mittleren Kanal werden wir jetzt hier mit einem geraden Stück irgendwie von hier, Gefälle zu steil. Ja gut, hier oben ist natürlich auch noch ein bisschen viel Erde drauf durch diesen Schutzwand, oder durch diesen Schutzwall. Ich nehme die jetzt mal eben komplett weg hier, die Erde. So, und dann sollte das jetzt eigentlich kein Problem darstellen, auch nicht mal für den kleinen Kanal. Da kommt jetzt erstmal so ein Stückchen Kanal rein. Danach nehmen wir uns jetzt das Ding hier, wir werden dann jetzt hier quasi diese Eisenbahnlinie nochmal durchtrennen, logischerweise auch die Stromleitung einmal wegreißen müssen. Ich hoffe mal, das passt halbwegs mit der U-Bahnlinie, falls das nicht passen sollte, wovon ich jetzt momentan ausgehen muss. Muss ich mal gucken, geht das mit einem normalen? Geht auch nicht, ne? Also wir können hier auch nur ortsbereits belegt. Also wir müssen hier tatsächlich den U-Bahn-Tunnel für unser Bauprojekt mal ganz kurz ein Stückchen kleiner machen, beziehungsweise einfach abreißen. Danach nehmen wir uns diesen großartigen Kanal, den wir jetzt hier haben, den bauen wir jetzt weiter. Und zwar bis hier hinten hin, bis hier vorne zu dieser Brücke quasi. Und dann werden wir jetzt hier diese Straße einmal abreißen, und zwar in beide Richtungen. Und werden diese Straße jetzt hier quasi einmal... Ja, mit einem Kanal will ich das eigentlich gar nicht machen. Ich möchte es dann, wenn schon, direkt richtig machen. Und zwar mit der... So, hier wird jetzt quasi ein Loch reingefressen. Das ist ja unser Ziel. By the way, der Rest an Erde kommt natürlich logischerweise wieder hier hinten unserem Bauprojekt zugute. Ich schütte jetzt hier oben meinetwegen auch einen 5-Kilometer-Berg auf. Das ist mir sowas von kackegal. Dazu müsste ich allerdings mal ein bisschen professioneller arbeiten. Nämlich hier dringend diese Spalten alle dicht machen, die quasi hier die ganze Zeit nicht nur das Wasser sammeln, sondern auch dafür sorgen, dass wir hier immer eine Etage tiefer bauen, als wir eigentlich möchten. Da unten auch mal ganz dringend viel, viel, viel mehr Erde reinschütten. Da ein bisschen mehr Erde reinschütten. Nicht nur immer die große Baggerschaufel nehmen, sondern auch mal die kleine. Und dann hier mal ein bisschen nochmal grob oben drauf schmeißen, damit das hier mal alles eine Etage ist. Es muss alles noch viel, viel höher quasi. Da muss man dringend noch ein bisschen Erde rein.
da muss Erde rein, hier muss wieder ein bisschen Erde weg. Dann müssen wir hier vorne noch ein bisschen Erde draufschmeißen. Also ihr seht schon, es ist manchmal ein bisschen aufwendiger. Auch hier mit dem ganzen Gedönse muss hier überall noch ein bisschen höher geschüttet werden, alles. Da auch, da auch, da auch. Auch hier haben wir jetzt ja momentan wieder diesen typischen Standard. Hier muss alles auch einfach mal 5 Meter höher. Wir haben halt eben mit dieser großen Pinselweite nicht die Möglichkeit, alles genau so einzurichten, wie wir das ganz gerne hätten. Deswegen müssen wir da manchmal mit ein bisschen Kleinarbeit alles weitere fixen. So, hier auch nochmal einfach überall mal die Erde hinklatschen, wo wir noch welche übrig haben. Da muss da halt mal eben alles dran glauben. Dauert jetzt natürlich ein bisschen länger mit diesem kleinen Tool, hier überall mit Erde alles zuzuschmeißen. Liegt aber daran, dass wir natürlich auch mit dem kleinen Tool viel effizienter hier in die kleinen Ecken reinkommen und die halt eben zuschütten können. Wie gesagt, das wird jetzt gleich alles angeglichen, wenn wir dann hier mal alles in aller Seelenruhe weitergekommen haben oder weitergekommen sind. Erde ist jetzt erstmal ein bisschen was raus. Das heißt, wir können jetzt hier oben an dem See nochmal ein bisschen weiterbauen. Der wird jetzt hier quasi nicht genügend Geld. Achso, wir müssen jetzt nochmal kurz warten, dass wir wieder ein bisschen Geld kriegen. Momentan ist unser Busnetz natürlich abgeschmiert und unser Rest ist auch abgeschmiert, unser Stromnetz ist abgeschmiert, alles schmiert gerade ab. Das liegt daran, dass ich jetzt hier oben irgendwo, ach hier, die Verbindung gekappt habe. Ja, das tut mir leid. Das wollte ich natürlich nicht, aber es ging nicht anders, kann man sozusagen sagen. So, die Verbindung steht wieder. Ansonsten, worüber habt ihr denn sonst die Stromversorgung überhaupt gekriegt? Wo sind denn überhaupt die... Achso, die, da sind ja eh alle Kraftwerke. Okay, ich nehme es zurück. Stromversorgung sollte wieder funktionieren, kein Problem. Das bisschen, was hier momentan noch absäuft an der Innenstadt, liegt natürlich daran, dass wir hier immer noch Wasser spawnen. Indirekt Wasser spawnen, sag ich jetzt mal. Das funktioniert jetzt auf jeden Fall wieder. Wir haben wieder ein bisschen Geld. Die Buslinie hat sich verabschiedet, ja mein Gott. Und dann werden wir jetzt halt hier mal eben ganz kurz ein bisschen, ja, Loch reinfräsen, sag ich jetzt mal. Nicht genügend Geld, wieder ein bisschen warten. Wieder ein bisschen Erde woanders hinschütten. Und jetzt sehen wir hier schon, wie hier tatsächlich Abwasser oder schwallweise Abwasser reinfließt in diesen Kanal. Das kann natürlich noch nirgendwo hin, aber wir haben es dann zumindest gleich mal geschafft, das hier ein bisschen voranzubringen. Hier kann noch mal ein bisschen Erde raus und jetzt haben wir schon zu viel Erde. Der nächste Schritt an Geld, den wir jetzt ausgeben werden, ist jetzt erstmal nur hier diese Straße wieder ans Laufen zu kriegen. Hier wird jetzt hier quasi so eine Brücke drüber gehen und das war es. Also mehr möchte ich da gar nicht machen. Und danach nehmen wir uns jetzt hier wieder unseren kleinen Kanal oder unseren mittleren Kanal oder was auch immer wir da hatten und setzen den jetzt halt mal so ein bisschen hier hin wieder, sodass der hier halt auslaufen kann und dann ist alles gut. Hier einmal da rein und dann sollte die ganze Suppe aus dem Abwassergedönse auch erstmal hier in diesen Kanal rein und danach hier hinten in diesen See reinfließen. Hat ja auch eine gute Begründung, dass wir das machen, weil wir halt danach hier den Wasserspawner hinsetzen können und danach sollte das alles wieder funktionieren. Wir müssten übrigens eigentlich abwarten noch ein bisschen, bis wir jetzt hier hinten quasi wieder mal über 1 Million Dollar hätten oder sagen wir 500.000, um hier mal so ein bisschen Terraforming effizienter machen zu können, aber das ist halt leider Gottes jetzt momentan nicht drin. Hier diese Straße möchte ich übrigens ganz gerne hinterher mit einem Lärmschutzwall versehen oder wir würden diese Brücke hier, diese Straße, diese Autobahn tatsächlich als Brücke entlang dieser Kante hier bauen. Das fände ich auch noch mega schön, aber das müssen wir uns dann mal überlegen, sobald wir Zeit haben. Momentan möchte ich übrigens noch kein Abwasser in diesem Kanal drin haben. Liebes Spiel, ich weiß, da kommt ab und zu mal so ein Schwall an, aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt tatsächlich erstmal warten, bis ich jetzt hier so weit alles organisiert kriege, dass das alles hinterher auch Sinn macht. Deswegen möchte ich jetzt auch an der Stelle erstmal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich versuche jetzt mal gerade eben hier natürlich mit Hilfe unseren alles mal eben abreißen, was hier nicht reingehört. Und zwar möchte ich natürlich mal eben dafür sorgen, dass hier durch diese Überflutung ist unsere Stadt hier unten natürlich nicht so ganz instand gesetzt worden. Aber das Wasser fließt ab, es braucht halt nur ein bisschen Zeit und danach passt das alles wieder. In dem Sinne, liebe Leute, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, haut rein und habt noch einen ganz wunderschönen Tag. Bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.